Hallo und willkommen zu einem weiteren Battlefield 4 Multiplayer Live Commentary. Immer diese langen Ansagen. Wir starten direkt schnell das Spiel und zwar spielen wir mal wieder eine Runde Eroberung. Ja. Gibt's nicht viel zu sagen. Ich habe vorhin Call of Duty aufgenommen. Call of Duty Ghost von der PlayStation 4. Jetzt aber der direkte Vergleich. Mal gucken, was mir mehr Spaß macht. Nachrichten habe ich keine. Ja. Gehen wir wieder ins Spiel. Also dieser Übergang hier ist schon cool, bei der, okay, wir starten eine neue Runde. Bei der PlayStation war der ganze Spaß wieder so, dass man, ist der Spaß wieder so, dass man quasi, ja, man kann bei der PlayStation ja nur ins Menü gehen, aber dann läuft das Spiel nicht sichtlich weiter. Hier sieht man ja das Spiel weiterlaufen und es läuft trotzdem relativ flüssig. Und das ist doch schon ziemlich cool, oder? Also ich finde es auf jeden Fall genial. So, wir spielen Pionier mit der AKU. Ist bis jetzt meine Favoritenwaffe, weil die wenigstens ordentlich Schaden austeilen kann. Ah, jetzt habe ich jetzt bin ich ja dieses Rutschen aus Call of Duty gewöhnt und jetzt hier. Fremd, fremd, fremd. Ich muss kurz mein Headset etwas leiser machen. So. Alles klar. War vielleicht nicht das Schlauste, hier ohne Fahrzeug lang zu beziehungsweise ohne Fahrzeug hier lang zu laufen, aber kann ich mal ein bisschen von der Map zeigen. Also was man schon sagen muss, von der Animation her hat natürlich das gute Call of Duty relativ wenig Chancen. Allein die Kriechanimation, ich liebe sie. Diese Animation hier. Und in Call of Duty robbt er sich ja nur so komisch, ich weiß nicht. Wirkt nicht so qualitativ designt. Ist doch nicht wahr, oder? Ist doch nicht wahr, das ist gerade nicht wirklich passiert, oder? Sorry Leute, ich bin schockiert. Oh Mann, ey. Alter Schwede, was war das denn jetzt? Ich bin eh tot. Uns gehört ah schon. Das ist ja interessant. Oh, nicht wahr, oder? Da schmeißt man sich so heldenhaft da unten rein, und dann kommt da ein Helikopter und boah, der Helikopter ist noch in die Luft geflogen. Naja. Ich bin gerade eher für den Sturm auf Punkt B oder C, um ehrlich zu sein, als für das Verteidigen von A. Ich finde Punkt B und C sind einfach die wichtigsten Punkte. Glück gehabt, Freundchen. So, werfen wir die Granaten aufs Dach. So. Ist doch nicht wahr, oder? Mann. So. Ich habe echt gutes Aiming mal wieder. In Battlefield vor allen Dingen. In Call of Duty geht's hier halbwegs. Aber in Battlefield. Uiuiui. Traurig. Einfach traurig. So. Alles klar. Ich habe gerade Tunnelblick, Leute. Ich konzentriere mich nur auf das Bild.
sind die denn? Auf jeden Fall nicht auf meiner Höhe. Alles klar. Wir warten ein bisschen, bis wir uns regeneriert haben. So. Nein, nein, nein. Ah, gut, einen Assist bekommen. Wie der da liegt, spreizt die Beine vor mir, kleine Maus. Oder so ähnlich, naja. Ach, Scheibenkleister, wir haben ja gar nichts, ey. Die Frage ist ja jetzt, kann der fliegen oder kann der es nicht? Dämme, zu früh aufgemacht. Alles okay? Alles okay. Ach, dammit, ich bin zu früh. Ich wollte hier oben rein. Hab mich vertan in der Architektur. Wo sind die denn alle? So viele Feindesmarkierungen. Nee, Gottes Willen, die dreckshalbautomatischen Sniper, ey, die müsste man echt verbieten in so Spielen. Die sind ja wirklich in jedem Spiel. Es dürfen sogar hier Versorger damit spielen. Also, da verstehe ich da jetzt wirklich nicht. Hier wieder ein kleiner Bug, dass das Bild nicht sichtbar wird. Ich weiß jetzt nicht, wo ich spawne. Ist doch ein Scherz, oder? Ist doch ein Scherz. Ich habe nicht gesehen, wo ich verdammt nochmal spawne. Sonst hätte ich die Feindesmarkierungen gesehen, dann hätte ich mir schon denken können, dass das so endet, aber... Meine Güte. Bugs, 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 Bugfield 4. Alter, wie konnte ich das denn überleben? Der killt mich, wenn ich nicht sofort verschwinde, killt er mich. Glück gehabt. Das endet immer so. Da wird man dann selber gekillt, wenn man da so derbe failt. Dann ohne Schalldämpfer, ich bin echt lustig. Nein! Och. Mann, ey, sowas ist natürlich schon ärgerlich. Ah, irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich finde, ist jetzt meine Meinung, ich finde, der Xbox-Controller liegt mir persönlich besser in der Hand. Wie gesagt, ich persönlich. Achtung, feindliche Rakete im Anflug. Scheibenkleister. Was soll ich jetzt machen, Leute? Wenn ich mich bewege, bin ich direkt tot. Seht ihr? Es war klar.
Mann, ist doch nicht wahr. Super Runde mal wieder hier. Vielleicht auch mal mit Schalldämpfer spielen. Vielleicht klappt das einfach besser. Dachte ich, lauf weg, ne? Oh Gott. Gott, wie habe ich den denn tot gelackt? Was macht der denn da? Der läuft einfach mir vorbei. Und der Sniper da oben kotzt mich an. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja gut, wobei da oben drauf steht, ist natürlich schon cool. Boah, guckt euch hier die ganzen Punkte an, die ganzen Gegner und Freunde und boah, ist das eklig, ey. Komm schon. Hallo. Ist doch ein Witz, oder? Sowas kann ich ja leiden, wenn man über Gegenstände nicht rüberklettern kann und dadurch dann eventuell noch stirbt. Das ist the best. Hätte ja klappen können. Nee, oder? Wo kommt der denn her? Kann doch nicht wahr sein. Der wirkte auf mich nicht sehr vertrauenserweckend, der Hubschrauberpilot. Wenn ich ehrlich sein darf. Da zeige ich euch jetzt mal, wie schön man hier hochkommen kann. Wie schön die hier alles zusammengebastelt haben, die guten Entwickler. Ja, Wahnsinn, oder? Kann man hier quer rüberlaufen. Ich find's genial. Der ist doch gerade hier runtergesprungen, oder nicht? Alles klar, ich finde es gerade ziemlich verwirrend, was hier abgeht. Hallo? Tschö. Tschö. Beim gleichen Gebäude zu bleiben, wäre, glaube ich, reiner Selbstmord. Das ist kein Camp, Leute. Wir nehmen die verdammte Stelle ein. Oh, nice. Sehr schön. Charlie ist wichtig. So. Ohne mich. Wir weichen ein bisschen aus. So, sehr schön.
Ich weiß, ich hab's mit diesen russischen Waffen in diesen Spielen. Oder chinesische, ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Waffen nicht so aus. Aber mit diesen halt nicht amerikanischen. Mit denen habe ich es irgendwie. Die gefallen mir am besten. Ich kann euch nicht sagen, warum. Aber es ist auf jeden Fall so. Die schießen schön. Belassen wir es mal dabei. Haben mein eigenes Fahrzeug getroffen. Habt ihr das gesehen? Ladies, wir verlieren C. Boah, schreck mich. Nein. Wir verlieren wieder die halben Leben. Jetzt kann ich wieder nichts reißen. Das ist der Mist. Alter, steig doch aus. Das kann doch nur schief gehen, ey. Okay, da oben. Oh oh. 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 Nicht gut. Nein. Ja. Ja. Super. Das war eine sogenannte Notbremse. Man nehme ein RPG und eine Menge Sprengstoff. Ziemlich blöd, aber was anderes blieb uns ja nicht übrig. So. Ah, kann doch nicht wahr sein. Nein. Nein. Ja, das ist wieder das Squad-Spawn-System, aber was will man dagegen machen? So, wir sind gerade ganz leicht überlegen. Das soll man aber mal nicht falsch interpretieren. Denn 100 Tickets sind schnell verloren. Dammit, dammit, dammit. Also hier was, jetzt geht gerade wirklich ordentlich ab. Was soll man sonst sagen? Es ist gerade wirklich Wahnsinn. Schade, dass so viele Gebäude nicht kaputt gehen. Das ist wirklich schade. Ich habe mit der Pistole einen Service da bekommen. Ach ja, Leute. Insgesamt aber doch eine interessante Runde, oder? Ich weiß nicht. Ich beschwere mich mal nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool. Wir können mal einen Boost auswählen, wo wir gerade dabei sind. Ich habe noch einen. Einer geht noch rein. Boah, habe ich Glück gehabt. Ein Gold Battle Pack freigeschaltet. Cool. Ich möchte das mal eben aufmachen. Rang 22, das nächste. Boost, boah, plus 100%. Das ist krass. Battlelog, Soldatenporträt. Ja, und zwei Aufsätze, ist ja mehr oder weniger uninteressant. Ja, okay. Aber der 100% Boost interessiert mich natürlich. Du Schande. Wisst ihr, was ich davon halte? Nein! 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 Nein, eine Claymore halte ich nicht davon. Apropos Claymore, gibt's in Black Ops gar nicht mehr. Cool. Ja, dafür dieses Behinderte. Ach Gott. Nee, ich will jetzt gar nicht drüber nachdenken.
Fliegt der? Der fliegt jetzt da drüber, oder? Ich will die echt nicht kritisieren, ich kann es selber ja nicht besser, aber ich hatte noch keinen Hubschrauber, der wirklich richtig gut geflogen ist, weil die alle viel zu unsicher und viel zu... Also, man kann ja wirklich nicht richtig treffen, wenn die so wackeln. Das ist echt furchtbar. Das sehe ich leider immer und immer wieder. Da fühle ich mich leider dann doch ein bisschen auf den Arm genommen. Wenn die mir dann so ankommen. Konnte auch nicht gut gehen, war klar. Es musste passieren. Ja, und mein Squad-Typ ist auch gestorben, sorry. Naja, geht mir genauso, wenn ich an seiner Stelle jetzt gespawnt wäre. Zeig mal her, was sagt denn so ein Battlelog? Ich bin schon längst Stufe 20. Ja, genau, danke, danke, genau, das meinte ich. So 180 Kills, dann kriege ich dafür. Achso, okay. Hab auch schon wieder was gelernt hier. Okay. Lauf, 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 lauf. 75 Punkte für Sichtungsbonus, das ist ordentlich, das ist fast ein Kill. Also ich kann euch nur empfehlen, macht Sichtungen. Markiert euch die Gegner, das ist wirklich, erstens hilft das euch, euren Teammitgliedern. Ey, das ist doch ein Witz, ne? Da könnte ich mich jetzt schon wieder drüber aufregen. Da könnte ich mich jetzt wieder drüber aufregen. Ah ja. Alles klar. Sehr schön. Ich helfe, wo ich kann, Leute. Nein! Ja, jedes Mal, ne? Das ist wirklich furchtbar da oben. Also sowas, ich weiß nicht. Da kann man nicht wirklich viel gegen machen, aber sowas ist wirklich furchtbar. Also. Das war eindeutig das Dümmste, was ich hätte machen können. Ich gebe es zu, Leute. Ich gebe es zu. Die Punkte, die ich mir so richtig schön erspiele, verliere ich so elendig durch so dumme Fehler. Geht denn hier ab, ey? Boah, Leute, nee, 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 das tue ich mir nicht an. Nee, nee, nee. Sieht doch viel freundlicher aus. Sieben Schuss reicht nicht im Leben für einen Gegner. Ja, wir müssen wir müssen gedeckt bleiben, Leute. Es ist Campen, ich weiß, aber wir haben zu wenig Leben, als dass wir... Ich habe einen feindlichen Panzerjäger genau östlich deiner Position gesichtet.
dass wir irgendwas riskieren können. Nee, da springt er hinterher. Ah, der ist hinterher gesprungen, selber auch gestorben. Ist nicht wahr, oder? Dankeschön. Ja, das war jetzt Pech von dem. Da bin ich ehrlich, der hatte einfach Pech. Da ist der genau in uns reingelaufen. So. Letzter Überlebender Spawn. Nein! Camper, Junge. Heftig. Das habe ich gecampt. Ich gehe aber auch immer direkt wieder ins Krisengebiet, ne? Merkt er das? Uiuiui. Was ist denn jetzt hier los, ey? Boah, von wo? Der hat mich jetzt gekillt, ehrlich? Alter Schwede. Es geht gerade wirklich ordentlich ab. Was soll man sonst dazu sagen? Können wir mal den Griff nehmen, den bevorzuge ich eigentlich. Boah, sieht das kacke aus mit dem Schalldämpfer, ja. Ah, komm. Jetzt kurz vor Schluss. Da wollen wir nochmal spawnen. Nein! Schön am Ende gestorben, Leute. Und wie ich gestorben bin. Es hatte doch was Episches, oder? Schreibt mir eine Meinung. Schön, wie das Wasser da aus dem Rohr rausläuft. Schreibt mir eine Meinung zu meinem letzten Tod. Naja. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung gesammelt. Das ist doch schon mal etwas. Ja, von den Erfahrungswerten ist doch ganz in Ordnung, oder? Und durch den Boost haben wir nochmal 1100 drauf bekommen. Okay, haben wir insgesamt 30 zu 21 ist ja in Ordnung. Ist jetzt nicht die beste ever, aber es ist annehmbar. Naja, so. Ich würde sagen, mit dieser Runde, die ich mal wieder auf Weihnachten aufgenommen habe, ihr seht sie wahrscheinlich erst am 26. schätze ich mal, verabschiede ich mich von euch, bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, freue mich über einen Kommentar oder ein Gefällt mir und sage bis zum nächsten Mal.